Wir sind 3 Tagen dann, Sir. Wozu die Eile? Kommen Sie mit zum Haus und essen Sie einen Happen mit? Nein, danke, Sir. Ich habe noch zu tun. Ach was, das kann doch warten. Kommen Sie los. 23 Cable Street, Kutscher. Letty! Letty! Wir sind wieder da! Kommen Sie rein, Captain, kommen Sie rein. Gießen Sie sich was zu trinken ein. Letty! Ah, oh, verdammt. Was ist los? Ärger, Sir? Dieser Trottel Bolvin hat sich ein Bein gebrochen. Er sollte morgen früh nach Belfast auslaufen. Ich segle. Ich nehme die Esther los. Ich dachte, Sie wollten ein paar Tage an Land sein. Ach, woher? Nein, Sir. So eine kurze Reise könnte ich gerade brauchen. Es liegt bei Ihnen, wie Sie wollen. Letty! Mr. Onedin, ich weiß, dass Sie gerade aus Afrika kommen, aber deswegen brauchen Sie noch nicht wie ein Hottentotte im Haus rumzuschreien. Gut, gut. Ist die Herrin zu Hause? Sie liegt im Bett. Was? Mittags um 23:30? Sie ist doch nicht etwa krank, oder? Nein, sie ruht sich nur etwas aus. James, ich komm gleich runter. Ach. Ich gehe dann mal, Sir. Wieso bleiben Sie nicht hier, sagen Letty guten Tag und trinken was? Oh nein, Sir, ich muss das Schiff schnell segelfertig machen. Bis später, Sir. Sind Sie zum Dinner zu Hause? Natürlich bin ich zum Dinner zu Hause. Ich habe mich ja nur erkundigt. Ich finde, Sie sollten wieder rausgehen und noch mal reinkommen. Guten Tag, James. Ich fing schon an, mich zu fragen, wo... Ich denke, du solltest dich lieber setzen, James. Du bist... Ja. Seit wann? 6 Monate. 6 Monate. 6 Monate und es ist dir nicht eingefallen, es mir zu sagen? Du bist mehr als 2 Monate weg gewesen, James. Aber du musst es schon vor meiner Abreise gewusst haben. Selbstverständlich. Warum zum Teufel hast du mir da nichts davon gesagt? Ich wusste, dass du dich so benehmen würdest, wie du es jetzt tust. Deshalb. Was hast du denn erwartet, wie ich mich benehme? Ich dachte, ich hätte mich völlig klar ausgedrückt, dass ich keine Kinder und mehr will. Ich habe mich klar ausgedrückt, dass ich eins will. Und du hast es verdammt fertig gebracht, deinen Willen durchzusetzen. Ich kriege das Kind nicht völlig ohne Mitwirkung, James. Aber du hast es die ganze Zeit gewusst. Soll ich dir den Grund nennen, warum ich es verschwiegen habe? Ich hatte gehofft, du wolltest irgendwann doch ein Kind. Unser Kind. Es wäre sowas wie ein Symbol unserer Liebe. Ich bin nicht geschaffen zum Vater. Ich hab gedacht, ich hätte das deutlich genug gemacht. Ja, ich weiß, weil du Charlotte nicht liebst. Entschuldige. Das hätte ich nicht sagen sollen. Du hast dir Mühe gegeben, ich weiß. Ja. James, es könnte diesmal anders sein. Wie viele denn noch? Ich will kein Kind mehr! Letty, ich habe Pläne für uns gemacht. Ich wollte dir die Welt zeigen, wir beide allein. Nein, 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 es ist nur eine andere Welt, das ist alles. Aber es ist noch immer eine Welt, die wir miteinander teilen können. Dinner in einer halben Stunde, wenn es Ihnen recht ist. Nicht für mich. Ich will nichts essen. Oh nein! Was ist, Daniel? Gehen wir oder gehen wir nicht? Wir müssen hingehen. Er ist unser Sohn und es ist sein 21. Geburtstag. Aber ich hatte an eine stille Dinnerparty gedacht. Hier, nur wir drei. Es sollte etwas Besonderes werden. Ich weiß, aber William wünscht sich offenbar eine größere Feier und immerhin ist es sein Tag. Ach, aber ausgerechnet in seinem Büro. Und natürlich weißt du, wer da sein wird, dieser abscheuliche Mr. Bowen. Ja, das nehme ich an. Aber du und ich werden uns höflich geben und William nicht den Tag verderben, meinst du nicht? Oh. Du gibst mir manchmal das Gefühl, ich sei ein Feuerwerkskörper, der angezündet ist, aber nicht losfliegt. Ja, du gehst aber noch oft genug in die Luft. Isabelle, 21 Jahre. Ich weiß. Ich habe erst gestern darüber nachgedacht. Habe ich mich sehr verändert, Daniel? Ja. So? Du bist kein Mädchen mehr, sondern eine Frau. Und darüber hinaus bist du immer schöner geworden. Und du bist in 21 Jahren ein echter Kavalier geworden. 150.000. Das ist niedriger als ihr letztes Angebot. Ja. Es scheint, als meinten sie, sie könnten mich zum Verkauf zwingen. Nein, ich bin sicher, das ist nicht ihre Absicht. Die Hafenverwaltung und die Mersey Docks glauben einfach, dies sei der richtige Preis. Ist er das?
Die Werft ist doch mit Sicherheit mehr wert als das. Die großen Werften auf der anderen Seite des Flusses, ja. Es wäre Glück, wenn Sie einen Käufer finden. Das heißt, wenn Sie verkaufen wollen. Wollen Sie? Die Werft macht immer noch Gewinn. Aber wenig im Verhältnis zum investierten Kapital. Aber wenn dieses Kapital in die Fraser-Linie investiert würde... Ja, ich sehe, wo Ihre wirklichen Interessen liegen. Wie denkt Ihr Vater darüber? Ich habe ihm noch nichts davon gesagt. Ich gedenke, ein paar Tage zu warten. Bis zu dem Tag, an dem die Gesellschaft Ihnen gehört. Wie klug von Ihnen. Hören Sie, William, angenommen, ich strecke mal meine Fühler aus. Sehe zu, ob ich jemanden finde, der mehr bietet. Halten Sie das denn für möglich? Alles ist möglich, William. Geben Sie mir nur ein paar Tage Zeit. Oh, Sie sind es, Sir. Sie haben es gewusst. Deshalb haben Sie sich so schnell davon gemacht, nicht? Sie haben es gewusst! Ja, ich hab's gewusst. Und warum zum Henker haben Sie nichts gesagt? Das steht mir wohl kaum zu, was? Natürlich stand es Ihnen zu! Wenn ein Mann nicht merkt, dass seine eigene Frau ein Baby bekommt. Seit wann wissen Sie es? 3 Monate. Sie sind mir ja ein feiner Freund. Hat Mrs. O'Neill es Ihnen gesagt? Lieber Himmel, nein, ich hab's nur zufällig erraten, das ist alles. Ich musste ihr versprechen zu schweigen und das habe ich gehalten. Die ganze Welt weiß es anscheinend. Jeder außer mir! Sieht so aus, als würde es Ihnen nicht übermäßig gefallen. Könnte diesmal ein Junge werden. Wissen Sie, ich habe mir immer gedacht, Sie würden sich einen Jungen wünschen. Ich an Ihrer Stelle würde mir einen wünschen. Ich bin aber nicht Sie! Ich meine, vor 10 oder 20 Jahren wäre es in Ordnung gewesen. Aber immerhin bin ich kein junger Mann mehr, verstehen Sie? Ja, das ist wahr. Es dauert 20 Jahre, bis ich es vom Hals habe. Ja, aber nehmen wir mal an, es wird ein Junge. Das wäre dann eine starke rechte Hand für Sie. Das gibt einem Mann im Alter viel Kraft, Sir. So, was wissen Sie denn darüber? Ich weiß, was ich versäumt habe. Ich finde, es ist ein Jammer, wenn ein Mann sein ganzes Leben lang hart arbeitet und was bleibt von ihm? Nichts. Was reden Sie da für einen Blödsinn? Ich habe etwas geschaffen. Was ist mit der O'Neill-Linie mit einem Schiff aufgebaut? Ja, aber wer soll sie dann leiten? Ihr Bruder hatte Samuel. Samuels und Mr. Roberts Namen werden noch viele, viele Jahre auf dem Warenhaus stehen. Samuel ist ein guter Junge. Wer sagt denn, dass Sie keinen so guten Sohn bekommen? Ja, stimmt. Aber wer sagt, dass ich nicht wieder eine Tochter kriege? Ja, ja, schon. Aber Töchter können immerhin... Ja, ja, ja. Aber Sie können kein Segelschiff führen, oder? Oder eine Schifffahrtslinie. Ihre Schwester hat's getan. Was, einen Segler geführt? Nein, aber eine Schifffahrtslinie. Isabel? Oh, bei allen Teufel. Die Vorstellung, ich bekomme eine Tochter wie die. Versuchen Sie, mich betrunken zu machen? Wäre das wirklich so eine dumme Idee? Ich gratuliere Ihnen zum nächsten O'Neill. Was? Es ist wahr, William. Aber was sollen wir denn jetzt tun? Charlotte, bist du sicher? Ja, ich bin heute früh beim Arzt gewesen. Beim Arzt? Doch nicht etwa bei eurem Nein, Hausarzt? Nein, ich bin zum anderen Ende der Stadt gefahren, gab einen falschen Namen an und er hat es mir bestätigt. Aber er hat dir nicht gesagt, was du tun kannst. Tun? Na, ich weiß doch nicht.
Du meinst, du kannst überhaupt nichts machen? Nein, außer mich pflegen und auf mich aufpassen. Weiß sonst noch jemand davon? Nein, natürlich nicht, aber ich werde es Ihnen bald sagen müssen. Musst du? Ja, wahrscheinlich musst du. Ein unbedachter Moment. Oh nein, William, so darfst du das nicht ansehen. Wir sind jetzt zusammen und bloß das ist wichtig. Ja, und du darfst dir auch keine Vorwürfe machen. Charlotte, ich fühle mich von dir beschämt. Du nimmst das mit einer solchen Ruhe auf und ich dagegen bin... Verstehst du denn nicht, William? Wir haben nicht das Geringste zu befürchten. In ein paar Tagen bist du 21 und dann brauche nur noch ich eine Erlaubnis. Was? Na, unter diesen Umständen können sie sich doch kaum weigern, dass wir beide heiraten. Ach, begreifst du denn nicht? Es hat sich alles zum Guten gewendet. Das kann ich Ihnen sagen, Madame. Wenn er um diese Nachtzeit kommt und noch Dinner will, dann wird er von mir was zu hören kriegen. Ist Charlotte schon zu Bett? Ja. Sie sah ziemlich erhitzt aus. Oh, hoffentlich geht es ihr nicht wieder schlechter. Wer kann das um diese Zeit sein? Ah, Mrs. Gibbs. Es ist Mr. O'Neagan. Letty, ich wollte mich entschuldigen. Mein Benehmen war ziemlich schlecht. Und es tut mir leid. Wir reden morgen früh darüber. Jetzt gehe ich zu Bett. Das ist wohl auch besser. Ich helfe Ihnen. Lassen Sie das. Ich schaff's schon. Mrs. Gibson, die Treppe, sehen Sie zu, dass er nicht runtersegelt. Vielleicht würde Ihnen das zur Vernunft bringen. Captain Baines? Also, was war los? Tja, ich fürchte, es war alles meine Schuld, Madame. Als er heute Nachmittag an Bord kam, war er in einem miserablen Zustand. Und wie würden Sie den Zustand bezeichnen, in dem er jetzt ist? Ich hatte seinen Gemütszustand gemeint. Er fühlte sich abscheulich. Und da dachte ich, wenn er ein bisschen was trinkt, lenkt ihn das ab. Ich würde sagen, da haben Sie glänzenden Erfolg gehabt. Ja, aber es hat ihn rumgekriegt. Zu dem Kind, meine ich. So? Ja. Ja, er wäre glücklicher, wenn es ein Junge werden würde. Er sagte, er würde ihn mit zweiten Namen nach mir Will nennen und das wird mir sehr gefallen. Aha, Sie beide haben ja offensichtlich schon alles unter sich ausgemacht. Naja, ich habe aber nicht verschwiegen, dass es auch ein Mädchen sein kann. Oh, diese Chance haben Sie erwogen? Ja, aber er schien nur über den Jungen reden zu wollen. Da habe ich das Mädchen nicht mehr erwähnt. Tja, Captain Baines, ich weiß nicht, ob ich Ihnen danken soll oder nicht. Oh. Es tut mir sehr leid, dass ich ihn in solchem Zustand heimbringe. Sie haben ihn heimgebracht und ich denke, was Sie getan haben, war das Beste für ihn. Ich glaube, jetzt gehe ich mal lieber. Sind Sie sicher, dass Sie es schaffen? Was glauben Sie, Madame? Er hat zweimal so viel gehabt wie ich. Entschuldigen Sie bitte. Guten Morgen, Daniel. Ah, guten Morgen. Hast du schon gefrühstückt? Ja, danke, habe ich. Du sahst aber so zufrieden aus, dass ich dich deinen Träumen überlassen habe. Nur Kaffee, Mary. Ich nehme ihn hier bei Sir Daniel. Das ist doch nicht zu glauben. Isabel, hör dir das an. Wie kurz vor Redaktionsschluss unser Korrespondent erfahren hat, legt Sir Norman Truscott sein Mandat im Unterhaus nieder. Das kommt überraschend. Oh ja. Es heißt, dass Sir Norman kürzlich einen Direktorenposten bei einer unserer wichtigsten Eisenbahngesellschaften angenommen hat. Und wir wissen, bei welcher, nicht wahr? Ich bin froh, dass du aus dem heraus bist, Daniel. Aus was heraus? Dieser Kanalgeschichte. Ich meine, du hast seit ewigen Zeiten nicht darüber geredet, deshalb... Oh, Daniel, erzähl mir nicht, dass du noch immer in dieses dumme Unternehmen verwickelt bist. In hohem Maße sogar, und ich nenne es nicht dumm. Ich habe es deswegen in letzter Zeit nicht erwähnt, weil ich dich nicht aufregen wollte. So ist das.
Du bemäntelst deine Unaufrichtigkeit mit der Sorge um mein Wohlbefinden. Meine Auffassung einer Partnerschaft schließt ein gewisses Maß an Konsultation ein. Sie sollte auch eine gewisse Kompromissbereitschaft einschließen. Es muss Punkte geben, über die wir uns nicht einig sind. Und wann immer das der Fall ist, erwartest du von mir, dass ich nachgeben soll? In manchen Punkten ja. Wie bei dem Manchester-Schifffahrtskanal. Ja, weil du anscheinend nicht imstande bist, logisch darüber zu diskutieren. Das sagst du nur, weil ich das nicht so sehe wie du. Isabel, dieses Projekt mit dir zu besprechen, bedeutet dasselbe wie einem Stier ein rotes Tuch zu zeigen. Sehen wir ein, dass wir verschiedener Meinung sind und belassen wir es dabei. Oh, meinetwegen, Daniel, wenn du zwischen uns eine Mauer aufbaust, willst, dann bitte. Ich habe es mir anders überlegt, Mary. Ich werde nun doch frühstücken. Du und ich eine Partnerschaft? Nun sei nicht so überrascht, Letty. Wenn es um geschäftliche Dinge geht, kann ich ziemlich klug sein. Oh, das weiß ich. Also der Reißwolf, mit dem du Polsterwolle herstellst. Ja? Kannst du die ganze Wolle verkaufen? Oh ja, der Bedarf ist enorm groß. Ich überlege schon, ob ich eine zweite Maschine bestelle. Gut. Hast du jemals erwogen, Wollmatratzen anzufertigen? Oh nein, Sarah, ich kann nicht noch mehr angehen. Ich meine, da habe ich die Spinnerei, die Sackausbesserung, die Laken, die Kissen für Samuel und jetzt die Wolle. Und abgesehen davon hast du nicht genug Platz. Völlig richtig. Aber den kann ich dir bieten. Und einen Stab geübter Frauen, die selten etwas zu tun haben. Die Werkstatt im Warenhaus. Natürlich. Hör zu, ich habe mit Samuel darüber gesprochen. Du hast das schon alles mit ihm besprochen? Es wäre doch sinnlos gewesen, herzukommen, wenn ich nichts Definitives wüsste. Oh, Letty, ich sehe keinen Grund, warum wir nicht alle drei Gewinn mit diesem Unternehmen machen sollten. Ich staune, Sarah. Du hast neuen Lebensmut gefunden. Ich habe mich unnötig um dich gesorgt. Ah, guten Morgen, Tante Letty. Mutter? Guten Morgen, Samuel. Hoffentlich störe ich euch beide nicht. Nein, natürlich nicht. Ich wollte wissen, ob du schon nach Hause möchtest, Mutter. Noch nicht. Ich wollte Letty gerade bitten, ob sie mir den Reißwolf zeigen würde. Und dabei auch die Qualität der Wolle prüfen. Komm schon, Sarah, es dauert nicht lange, Samuel. War das die Türglocke eben? Ach, du bist es, Samuel. Du könntest deinem Cousin eine Tasse Kaffee eingießen. Möchtest also du einen Kaffee? Ich dachte, Letty, nein, danke, nein. Fabrikation anzufangen. Von der Herstellung des Überzugstoffes... Wirst du zu Williams Party gehen? Tja, ich weiß nicht. Eine Einladung habe ich bekommen. Oh, du musst kommen, Samuel. Ich hätte es gern, wenn du da wärst. In dem Fall komme ich selbstverständlich. Samuel, kannst du ein Geheimnis bewahren? Ein sehr, sehr ernstes Geheimnis? Das weiß ich erst, wenn du es mir anvertraut hast. Ich sag es erst, wenn du es mir versprichst. Meinetwegen, ich verspreche es. William hat gefragt, ob ich ihn heiraten will. Und ich habe ja gesagt, wir werden heiraten. Haben Sie tatsächlich um das Mädchen angehalten? Nein, sie denkt, es wäre selbstverständlich, dass wir heiraten. William, ich fühle mich tief geehrt, dass Sie mir so Ihr Herz geöffnet haben. Es kann nicht leicht für Sie gewesen sein. Nein. Ich musste das loswerden. Ich musste mit jemandem sprechen, der das versteht. Ich verstehe das sehr gut, glauben Sie mir. William, lieben Sie das Mädchen? Ich habe sie gern. Ich fühle mich zu ihr hingezogen. Dann lieben Sie sie nicht. Was zum Teufel mache ich dann? Männer heiraten nicht unbedingt aus Liebe, vorausgesetzt es gibt eine Gegenleistung. Wäre Charlotte James O'Needens einziges Kind gewesen, dann wäre die O'Needen-Linie einmal an sie gegangen. Aber soviel ich weiß, muss man mit einem anderen Erben rechnen. Ja. Dann gibt es keinen Gegenwert. Aber ich kann sie nicht im Stich lassen. Ich habe ihr gegenüber Verpflichtungen. Selbstverständlich. Und ich würde auch niemals vorschlagen, dass Sie diesen Verpflichtungen nicht nachkommen sollten. Eine Abfindung und ein paar hundert Pfund im Jahr werden die Sache in einfacher Weise bereinigen. Ich bezweifle, dass Onkel James es so sehen würde. Immer angenommen, selbstverständlich, dass die Verpflichtungen tatsächlich die Ihren sind. Das verstehe ich nicht. Ich möchte nicht neugierig erscheinen, aber... Hat diese Charlotte noch andere Verehrer? Nein. Naja, mein Vetter Samuel, sie sind zusammen ausgegangen. Ah, und... Ist er ein glühender Bewunderer? Ja, ich glaube schon. Könnte man vielleicht von Ihnen die Einlösung der Verpflichtung eines anderen fordern? Nein, Charlotte würde niemals... Die Frage musste gestellt werden. Um ihretwillen. Sie haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder ein Mädchen heiraten, das Sie nicht lieben, oder sich weigern und sich dem Zorn der Familie stellen. Aber bedenken Sie, Ihr Zorn wird nicht dauernd bestehen bleiben. Aber eine Ehe besteht ein Leben lang. James, willst du damit sagen, dass weder du noch Letty zu dem Fest morgen kommen werden? Habe ich es dir nicht eben erzählt? Ich bin dann in Belfast. Ich kann nicht zur selben Zeit an zwei Orten sein. Aber bestimmt könntest du deine Reise um 24 Stunden verschieben. Würdest du mir erlauben, meine Angelegenheiten so zu regeln, wie ich will? Und was Letty betrifft... Dass Letty nicht geht, ist zu entschuldigen. Aber William ist dein Neffe. Ich kann nicht hingehen. Aus! Ich kaufe mir ein Geschenk oder was.
Na schön, bitte, wenn das deine Einstellung ist, aber komm mir nie wieder und rede von Familienzusammengehörigkeit. Du bist ja heute wieder besonders übellaunig. Hey, du und Daniel, habt ihr euch wieder in den Haaren gehabt? Oh, geh und fahr nach Irland. Gut, gut, das mache ich. Könntest du mal Letty einen Besuch machen? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Nein, ich dachte nur, vielleicht würde sie sich gern mal mit dir unterhalten. Von Frau zu Frau. James, hast du sie verärgert? Wer, ich? Nein, nicht. Nein, 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 uns geht's prächtig. Ja, prächtig. Ja, ja, streng dich nur an. Am Ende überzeugst du dich noch selber. Was würden Sie sagen, Mr. Snellgrove, wenn ich Ihnen erzählte, ich hätte das Grundstück gefunden, das Sie suchen? Da wäre ich verdammt überrascht, wenn ich bedenke, dass ich schon seit 6 Monaten nach einem suche. 20 Morgen mit einer Uferseite von mindestens 300 Metern. Genau, was ich will. Aber das werde ich in Liverpool nicht finden. Nein? Kennen Sie die Fraser Schiffswerft? Natürlich kenne ich die. Ach, kommen Sie, Mann. Den Tipp habe ich schon vor Wochen bekommen. Die Hafenverwaltung kauft es. Sie würde gerne. Aber wie es so geht, zufällig hat sie ein Kunde von mir überboten. Sind Sie sicher? Ich habe Sie nicht hergebeten, um Ihnen einen Haufen Lügen aufzutischen, Snellgrove. War nicht böse gemeint. Ich stutzte nur, weil ich selber schon meine Fühler danach ausgestreckt habe. Sie können unmöglich davon gehört haben, weil die Privatgespräche dieser Bank auch privat bleiben. Ah, verstehe. Wäre dieser Kunde von Ihnen bereit, weiterzuverkaufen? Ich schätze, Sie wären nicht bereit, um die 200.000 Pfund für den Platz anzulegen. Da könnten Sie recht haben. Aber angenommen, mein Kunde wäre bereit, einen Pachtvertrag von 99 Jahren einzugehen zu einer jährlichen Pacht von 20.000. Würde Sie das interessieren? Das ist sehr viel Geld. Es ist sehr viel Land. Und für das, was Sie brauchen, gibt es kein besseres Grundstück. Es ist fast einmalig. Ich ziehe es möglicherweise in Erwägung. Aber nichts versprochen. Sagen wir einfach, es könnte mich interessieren. Ich werde mit ihm darüber sprechen. Es wird Ihnen natürlich bewusst sein, dass ich noch mehr Kunden für dieses Objekt habe. Eine Sekunde, mein Beaumont. Ich krieg hoffentlich den Bissen als Erster vorgesetzt. Aber natürlich. Sie haben mein Wort darauf. Gut. Gut. Und was diese anderen Kunden von Ihnen betrifft... Verschwenden Sie keinen Gedanken daran. Ich bin sicher, wir werden in aller Freundschaft übereinkommen. Das glaube ich auch. Dann fährst du jetzt? Ja. Ich muss die Flut erwischen. 3 Tage, hast du gesagt? Vielleicht 4. Länger nicht. Sei vorsichtig. Letty, ich brauche ein bisschen... Zeit, meinst du? Ich weiß. Und es ist meine Schuld. Ich hätte es dir einfach früher sagen müssen. Nein, nein, nein. Du hattest deine Gründe. Ich werde dir nie wieder etwas verschweigen, das verspreche ich dir. Wir werden darüber sprechen, wenn ich zurück bin. Ja. Und ich gebe mir Mühe, nüchtern zu bleiben. Oh, James. Ich liebe dich. Hey, meinst du etwa? Weil ich glücklich bin. Komische Art, es zu zeigen. Ab mit dir. Und komm schnell wieder heim. Sind Sie bereit, Captain Bates? Samuel? Ich muss geschäftlich nach Belfast, Onkel. Nehmen Sie mich als Passagier mit? Ja, sicher. Achterleinen! Spielst du auch den Drückeberger? Was? Oh ja, das... Allerdings habe ich William eine Entschuldigung geschickt. Wichtige Geschäfte. Ja. Ich beabsichtige, in die Schiffsmöblierung einzusteigen. Bei 50 und mehr Kabinen auf manchen dieser Passagierschiffe könnte es sehr gewinnbringend sein, sie einzurichten. Ja. Ja, es ist eine Weile her, seit du als blinder Passagier auf meiner Charlotte Rhodes warst. Ach ja, ja. Und sie versuchten, einen Mann aus mir zu machen. Geh und verstau dein Zeug. Weißt du, je länger ich darüber nachdenke, umso klarer sehe ich, wie dumm es von Captain Baines war, anzudeuten, dass es vielleicht ein Junge wird. Oh, Letty, du machst dir zu viel Sorgen über das, was James denkt. Je früher er begreift, dass nicht alles nach seinem Kopf geht, desto glücklicher werdet ihr sein. Stimmt es wieder nicht zwischen dir und Daniel? Oh, ist es so offensichtlich?
So ein dummer Mann. Aber da ist keiner eine Ausnahme. Wenn Sie eine Frau heiraten wollen, versprechen Sie einem das Blaue vom Himmel herunter. Das ist dann später schnell vergessen. Sie gehört schlicht mit zur Einrichtung, wie Tische und Stühle. Außer selbstverständlich, sie ist bereit, um eine gewisse Unabhängigkeit zu kämpfen. Ja, ich glaube, Isabel, du versuchst es. Und das solltest du auch, Letty. Ich kenne meinen Bruder. Selbst als Junge erzwang er auf Biegen und Brechen seinen Willen. Aha, gut, dass du das sagst. Dann brauche ich mir ja keine Sorgen zu machen. Wieso? Na, dann wird es bestimmt ein Sohn. Immer noch kein Wind. Nein, ich dachte, es würde eine Brise aufkommen, aber sie ist wieder völlig eingeschlafen. Wir machen kaum noch Fahrt. Das wird nicht anhalten, nicht in der irischen See jedenfalls. Du hättest den Postamt vernehmen sollen. Oh nein, das macht mir nichts aus. Ich dachte, deine Geschäfte seien dringend. Damit waren die Voraussetzungen für ein gutes Schiff gegeben. Aber als es ausgerüstet werden sollte, bestand er darauf, alle ursprünglichen Pläne zu ändern. Nunmehr ist die Arbeit abgeschlossen. Und da steht er, fertig zum Stapel. Lass dir aber bitte nicht einfallen, mir eine Flasche Champagner am Kopf. Ja, Traditionsgemäß sollte ich dir einen Schlüssel überreichen. Aber ich gebe dir einen Schlüssel anderer Art. Einen Schlüssel zur Zukunft. In dieser Tasche findest du zusammen mit den Firmenpapieren eine Urkunde, die meine Aufgaben als Verwalter der Fraser-Linie und Werft auf dich überträgt. William, um deines Großvaters willen bitte ich, dass du ein guter Verwalter sein mögest. Und nun erkläre ich dich wirklich für vom Stapel gelassen. Danke sehr, Freunde. Von deiner Mutter und mir. Oh, oh danke. 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 Für jemand, der keine Rede halten wollte, warst du bemerkenswert gut. Danke. Sollten wir nicht auf Williams Wohl trinken? Oh, großer Gott, natürlich. Geben Sie mir ein Glas. Trinken wir alle auf William. Eine Rede, William. Oh, danke sehr. Danke. Danke. Liebe Freunde, gestern war ich's noch nicht. Aber heute dagegen bin ich offiziell ein Mann. Obwohl, ich glaube, sagen zu können, dass ich mich kein bisschen anders fühle. Josiah, retten Sie mich davor, eine Rede halten zu müssen. Oh, ein perfekt berechneter Auftritt. Der böse Geist erscheint zum Fest. So ein Jammer, dass Samuel und James nicht hier sein können, Isabel. Ja, es geht doch nichts über Familienzusammengehörigkeit. Nichts, Sarah. Entschuldige mich. William? Ja? Ich habe ein Geschenk für dich, aber ich möchte es dir später geben. Oh, fantastisch. Verzeih. Meine Tante kennen Sie ja, Josiah. Ja, ja, selbstverständlich. Verehrteste, sollten Sie oder Ihr Sohn jemals Rat in finanziellen Dingen benötigen, wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. William, ist was nicht in Ordnung? Nein, nein, nicht jetzt, Charlotte. Wir reden nachher, ja? Sir Daniel, Lady Fogarty, jetzt, wo Ihr Sohn die Volljährigkeit erlangt hat, hoffe ich, dass wir besser miteinander bekannt werden. Wieso bilden Sie sich das ein, Mr. Beaumont? Die Ursache eventueller Meinungsverschiedenheiten ist aus dem Wege geräumt. Oh, Sie verlassen Liverpool? Es wäre besser, Sie machten mich nicht zu Ihrem Feind. Das hätten Sie über einen langen Zeitraum zu bereuen, Lady Fogarty. Wie können Sie es wagen? Beaumont! Sollten Sie meiner Frau je wieder drohen, mache ich es mir zur Aufgabe, dass Sie in der Gosse landen, wo Sie hingehören. Und nun komm, Isabel. Wir wollen William doch nicht sein Fest verderben, nicht wahr? William, es tut mir leid, wir müssen gehen. So früh? Und dabei war er noch so winzig. Ich verstehe. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Und danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Und danke. Ich weiß, Sie möchten aufbleiben, bis Miss Charlotte kommt, aber es ist schon 11 Uhr und Sie müssten im Bett sein. Ja, Sie haben wahrscheinlich recht. Ich bin ganz erledigt. Danke vielmals. Guten Nacht, Wiedersehen. Mr. Fraser. Also, Charlotte. Hier ist das Geschenk für dich, William. Ich hoffe, du wirst ihn immer tragen. Das kann ich nicht annehmen, Charlotte. Aber warum denn nicht? Lassen Sie uns bitte allein, meine Herren. Charlotte, komm, setz dich. Ich habe dir etwas zu sagen.
Charlotte, ich habe mir die Frage unserer Zukunft ausführlich überlegt. Dabei habe ich nicht nur mich in Betracht gezogen, sondern gleichermaßen dein Glück. Sowohl jetzt wie in der Zukunft. Charlotte, ich weiß, was ich dir jetzt sagen werde, wird dir wehtun. Doch ich bitte dich, denke nicht zu schlecht von mir. Charlotte, ich kann dich nicht zur Frau nehmen. Natürlich werde ich meine Pflicht dir und dem Kind gegenüber erfüllen. Solange ich lebe, soll es keinem von euch an etwas mangeln. Ist jemand an Bord? Was ist los? Der Dampfer da. Sieht aus, als ob er verlassen wäre. Ahoi, Soße! Nicht das kleinste Lebenszeichen an Bord, Sir. Ein treibendes Schiff auf einer vielbefahrenen Route ist eine Gefahr, der niemand gern begegnet. Besonders nicht in einer dunklen Nacht. Ahoi, da! Vielleicht ist die Mannschaft krank. Zu schwach zum Antworten. Ja, möglich. Das könnte natürlich tatsächlich aufgegeben sein. Geben Sie schon Ihre Bergungsprämie aus? So ein Schiff könnte ein Vermögen wert sein, selbst ohne Fracht. Was werden Sie tun, Onkel? Sie nach Belfast schleppen? Das Erste, was wir tun müssen, ist an Bord gehen und uns umschauen. Darf ich gehen? Was sagen Sie dazu, Captain? Ich weiß nicht. Ich habe gehört, wie Charlie den anderen gesagt hat, er nimmt an, dass die eine Seuche an Bord haben. Ich nehme das Risiko auf mich. Na gut, hol dir deine Jacke. Captain, lassen Sie eine Schlepptrosse an Bord bringen. Ei, ei, Sir. Beiboot wegfieren! Gut, Sie nehmen die Schlepptrosse und machen sie fest. Samuel, du siehst dich auf dem Schiff um und berichtest mir dann, was du entdeckt hast. Hm? Rudern Sie zurück zum Schiff und sagen Sie, Captain Baines, er soll meine Befehle abwarten. Jemand an Bord? Nein, das Schiff ist verlassen. Es hat gebrannt, aber sie konnten das Feuer löschen. Kein Wunder, dass sie das Schiff verlassen haben. Onkel, es ist eine Ladung Sprengstoff an Bord. Das zeigt mir. Ja. Ja, da ist es. Was ist das? Schießbaumwolle. Und das sind Luftgänge. Würde es in Belfast ein paar kaputte Fenster geben. Das ist 20 Meilen weit weg. Was machen wir jetzt? Das mit größter Vorsicht behandeln.
War die Fracht nach England oder Irland unterwegs? Das konnte ich nicht feststellen. Die haben das Logbuch mitgenommen, da kann man nichts sagen. Es wäre allerdings interessant zu wissen, wer wohl eine Ladung Sprengstoff braucht. Wozu haben Sie die wohl gebraucht? Mit den Decken haben Sie versucht, das Feuer zu ersticken. Versucht? Ich würde sagen, es ist Ihnen gelungen. Was? Wenn die Decke Feuer gefangen hätte, wäre von dem Schiff nichts mehr übrig. Siehe das an. Alles wieder ordentlich hingelegt. Nach dem Feuer. Aber wenn Sie das Feuer gelöscht haben, wieso verließen Sie dann das Schiff? Haben Sie ihr gesagt, dass ich nicht länger mit dem Frühstück warte? Nein, Madame. Miss Charlotte ist nicht in ihrem Zimmer. Nicht in ihrem Zimmer? Nein, Madame. Ich bin seit 6:30 unten. Sie muss also vorher weggegangen sein. Eigenartig. Ja. Vielleicht ist sie aufgestanden, weil sie einen Morgenspaziergang machen wollte. Miss Charlotte? Das hat sie bisher noch nie getan. Alle Dinge geschehen irgendwann zum ersten Mal. Kein Grund zur Sorge, nicht? Ganz sicher nicht. Glauben Sie mir, William, ich habe es versucht, aber ich versichere Ihnen, Sie wollten nicht höher gehen. 175.000. 25.000 mehr, als die Hafenverwaltung geboten hat. Und ich kenne sonst niemanden, der an der Werft interessiert ist. Nein. Dafür könnte man viel Dampfschiff-Tonnage kaufen. Ja, ja, was soll's. Dann werde ich das Angebot annehmen. Gut. Ich erledige für Sie die Einzelheiten. Und wie viel will der andere für die Fraser-Werft bezahlen? Raus damit! Kommen Sie, Sie können doch nicht erwarten, dass ich verrate. Nein, vielleicht bin ich Ihnen das schuldig, Snellgrove. 200.000 Pfund. Für 15 morgen. Mein Kunde behält sich für eigene Zwecke 5 zurück. Aha. So. Gut. Ich bezahle 205. Keinen Penny mehr. Und ich will heute Nachmittag eine Antwort. Ja oder nein? Charlotte, wo um Himmels Willen bist du gewesen? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Geh und setz dich, Kleines. Sarah, wo hast du sie getroffen? Sie ist mindestens 6 Stunden weg gewesen. Sie sagte, sie wollte einen Morgenspaziergang machen und dann hat sie beschlossen, mich zu besuchen. Sarah, du lebst doch meilenweit. Ja, ich weiß. Sie muss stundenlang gelaufen sein. Irgendetwas muss sie schrecklich aufgeregt haben, aber jedes Mal, wenn ich sie fragen will, bricht sie in Tränen aus. Letty, solange ich hier bin, wird sie nichts sagen, also ja. Gehe ich lieber wieder. Ja. Danke. Danke, dass du sie heimgebracht hast. Eigenartig. Du stehst so früh auf und machst einen Morgenspaziergang? Hat dir das Fest gestern gefallen? Er will mich nicht heiraten. Hm? William will mich nicht heiraten. Oh, Charlotte. Oh, Charlotte. Charlotte. Ich weiß ja, William ist deine erste Liebe. Das verstehst du nicht. Oh, ja doch, Clarice. Du hast das Gefühl, als würde jetzt die Welt untergehen. Oh. Ich bin doch ein Kind. Was hast du gesagt? Ich erwarte von William ein Kind. Oh mein Gott. Letty, was soll ich tun? Was wird Vater sagen? Ich habe das Ruder belegt, Onkel. Gut. Was haben Sie gefunden? Sieh dir das mal an. Tritt ganz vorsichtig auf. Siehst du das? Das ist auslaufendes Nitroglycerin. Ich habe noch 2 solche Kisten gefunden.
Dann haben Sie nicht nur wegen der Brandgefahr das Schiff verlassen. Verdammt brisantes Zeug, Samuel. Der kleinste Stoß und alles geht in die Luft. Was machen wir jetzt? Wir? Du gehst zurück an Bord unseres Schiffes, mein Junge. Und Sie nicht? Nein. Ich werde versuchen, die Kisten über Bord zu kriegen. Dann werde ich Ihnen helfen. Samuel, das ist sehr gefährlich. Ja, ich weiß. Weg mit dir. Sinnlos, Onkel. Ich bin fest entschlossen zu bleiben. Und ich könnte meinen Anteil am Bergegeld brauchen. Gut, wir brauchen ein paar Talien. Sie haben wahrscheinlich das Ruder belegt. Bleiben Sie auf Kurs, Steuermann. Das Nitroglycerin tropft weiter aus. Du gehst auf Deck. Falls irgendetwas passiert, hast du noch eine Chance. Also, wenn ich diese Kiste festgemacht habe, hiefst du sie hoch, aber ganz vorsichtig. Hm? Dann fährst du sie weg und lässt sie über Bord gehen. Mach das alles ganz langsam. Und stoß um Gottes Willen nirgendwo an. Rauf mit dir. Jetzt tief, Samuel. Los, gut. Ganz vorsichtig. Gut so. Fertig. Stopp. War es schwierig mit der ersten? Nein, alles klar. Rauf. Samuel! Alles in Ordnung, Onkel. Was ist passiert? Die Kiste muss gegen ein Stück Treibholz gestoßen sein. Halt! Und heben. Eine Dampfbarkasse hält auf uns zu.
Lass mal die Bordleiter runter. Dann geh wieder ans Ruder. Ja, Onkel. Was zum Teufel haben die hier verloren? Ihre Ausweise sind offenbar in Ordnung, Mr. Harvey. Wir haben eine Explosion gehört. Ach ja? Sie haben doch hoffentlich nichts von der Ladung beseitigt. Wenn wir das nicht hätten, hätte die Ladung bestimmt uns beseitigt. Dann wird es Sie freuen, dass ein Major der Artillerie mit einem Schlepper kommt. Der wird das Schiff nach Belfast schleppen. Nein, kommt nicht in Frage. Was soll das bedeuten? Ich denke nicht daran, das Bergegeld aufzuteilen. Bergegeld? Schiff und Fracht gehören der Regierung. Und wenn Sie der Königin von Saba gehören? Das Bergegeld steht mir zu. Und es wird bezahlt werden. Das ist leider nicht möglich. Uniden, Sie müssen verstehen, dass das Militär die Fracht auf diese Weise transportiert, um äußerste Geheimhaltung zu gewährleisten. Sie verstehen, was ich meine? Ich will Ihnen sagen, was wir machen. Wir einigen uns über eine Summe. Und wir beide unterzeichnen das, hier und jetzt. Und ich halte es so geheim, wie es nur geht. Nein, nein, dieser Vorschlag ist völlig unannehmbar. Na gut. Samuel, wir gehen von Bord. Beleg das Ruder. Was haben Sie vor? Ich kappe die Schlepptrosse. Das können Sie doch nicht tun. Sie werden ja sehen. Klar zum Ablegen, Sir. Gut. Wenn Sie glauben, mich so zu einer Abmachung zu zwingen, haben Sie sich geirrt. Der Schlepper wird in einer Stunde hier sein. Ich bin gerne bereit zu warten. Eine Stunde? Ja. Na, wenn das so ist, müsste Ihnen das genug Zeit geben, Sie über Bord zu kriegen. Was wollen Sie damit sagen? Unten liegt noch eine weitere Kiste, Hardy. Voll mit Nitroglycerin und das tropft aus. Ja. Und die tropft am stärksten. Explodiert wie nichts. Sir, ich glaube nicht, dass wir viel Zeit haben. Ja, du hast recht. Komm, wir gehen von Bord. Ja. Also gut, Mr. Oneden. An wie viel hatten Sie gedacht? Mr. Hardy, lassen Sie uns darüber reden.